Kannst du mir sagen, ob Hamburger Brötchen mit Ethylalkohol erlaubt sind? Nein, haram. Hamburger Brötchen mit Ethylalkohol sind für uns verboten. Denn Ethylalkohol ist nur eine andere Bezeichnung für Ethanol. Und es ist bekannt, dass Ethanol eine berauschende Substanz ist, die wir nicht einnehmen dürfen. Und auch wenn die Konzentration in diesen Hamburgerbrötchen oder auch in einigen Milchbrötchensorten so gering ist, dass selbst wenn man viele Brötchen essen würde, man nicht davon besoffen wird, davon nicht in einen Rauschzustand versetzt wird, sind sie dennoch verboten, da für uns dieser Stoff an sich verboten ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte sinngemäß, trink keinen Alkohol, denn er ist wahrlich der Schlüssel für alles Schlechte. Und das ist eine islamische Regel, dass alles, was in großen Mengen berauscht, auch in kleinen Mengen verboten ist. Aber nicht überall dort, wo Alkohol draufsteht, bedeutet es automatisch, dass es etwas mit berauschenden Substanzen zu tun hat. Es gibt zum Beispiel einige Kaugummisorten, auf denen das Wort mehrwertige Alkohole draufsteht. Das bezeichnet nur Zuckerersatzstoffe, die in einer bestimmten chemischen Verbindung zueinander stehen und daher mehrwertige Alkohole genannt werden, ohne dass sie eine berauschende Wirkung auf den Körper haben. Diese wären beispielsweise erlaubt. Ich werde dir am Ende des Videos eine Liste einblenden, auf der verschiedene Stoffe draufstehen. Die rot markierten sind für uns verboten. Die anderen sind erlaubt. Wer die Liste als PDF-Datei haben möchte, kann mich gerne auf Alaa Sayyid offiziell über Instagram anschreiben und ich werde ihm diese schicken. Inshallah. Bleibt standhaft und für weitere Fragen nutzt gerne die Kommentarfunktion.